Wenn du in den nächsten 3,47 Sekunden nicht das Video likest, ach, wem mache ich was vor? Es wird sowieso nichts passieren. Aber ich versuche die 500.000 Abonnenten zu schaffen. Und wenn du jetzt abonnierst und die Glocke aktivierst, dann haben wir es schon bald geschafft. Es gab diese Idee, eine Gruppe außergewöhnlicher Leute zusammenzubringen. Wir brauchen einen Clan, in den jeder reinkommen kann, in dem jeder eine faire Chance hat reinzukommen. Wo nicht nur der Beste drin sein kann. Oh mein Gott, was macht er denn jetzt? Wo ist der? Oh mein Gott! Hi, wir sind der Fake Clan und wir machen Fortnite wieder spannend. Apokalyptus, doof, Apokalyptus, doof, Apokalyptus, doof. Hey Bro. Wie kommen wir jetzt eigentlich an Leute ran? Bro, keine Ahnung, Mann. Ich hab nur 9 Leute in meiner Liste. Ich hab nur 10. Ein paar Sekunden später. Hallo. Hey, wer bist du denn? Ich bin der Fritte X. Und was willst du? Mit dir zocken. Ach, nicht schon wieder. Hey, warte mal, Bro. Der ist doch perfekt, oder? Ich würde sagen, der ist es. Hey, Fred, wie geht's? Hey! Wir sind der Face-Clan. Hey, warte mal. Ihr seid doch der Fake-Clan. Ach, verdammt. Warum passiert mir das immer wieder? Gleich, weil wir den Face-Clan faken? Stimmt, du hast recht. Aber was machst du meinen Gedanken? Bruder, muss los. Na gerne. Und was kannst du so gut? Ich kann gut snipen und bauen. Snipen und bauen. Warte mal. Ich hab da schon so eine Idee. Ach, und vergesst nicht den Creator-Code Wannabe im Itemshop zu benutzen. Sonst kommt ihr nicht in den Clan. Okay, Fred, wir spielen jetzt die offizielle Face-Trickshot-Map. Und wenn du es schaffst, einen Trickshot hinzubekommen, dann bist du im Clan drin. Bekommst du das hin? Okay. Tschüss, Brexit. Was heißt Brexit? Also Brexit finde ich viel lustiger. Ja, finde ich auch. So, Fred, ich zeig dir mal einfach, wie das geht und dann machst du es gleich einfach nach. Du musst hier einfach nur gegenspringen, auf den Feuerhydranten, dann aufs Trampo, gegens Bouncepad und dann ganz einfach nur den Schneemann wegschießen. Eigentlich doch ganz einfach. Guck, ich zeig dir das mal ganz kurz, Fred, ja, so wie das Wannabe gemacht. Du machst folgendes so. Oder, das schneiden wir raus. Ja, okay. Was stimmt denn nicht mit diesem Jungen? Okay, Fred, du hast jetzt gesehen, wie der Face-Clan das macht. Ah, verdammt, wir sind der Face-Clan. Egal, du hast gesehen, wie das ein guter Sniper macht. Mhm. Jetzt machst du es ganz einfach nach und wenn du es schaffst, bist du im Clan drin. Okay? Ich verkack's. Komplett. Bro? Juhu! Bist du da? Oh! Hilfe! Ja, ja, ja. Ja, das war knapp. Ich glaube, der dreht gleich durch. Okay. Ich glaube, das reicht erstmal. Bruder, das war anders krass. Du Fred, sag mal, wie alt bist du eigentlich? I am 7. Was? 7? Ey, Bruder, das wird der nächste MySky. Ich sag's dir. Du hast recht. Also kein Englisch. Ja. Denkst du, was ich denke? Voll ins Auge. Oh ja. Okay, Fred, du bist dabei. Da hinten ist TNT. Ja, aber nicht draufschießen, Mann. Okay, unseren Trickshot-Meister haben wir schon mal. Jetzt suchen wir nach dem besten Fortnite-Spieler überhaupt. Und dafür machen wir einfach ein 100-Spieler-Custom-Turnier. Kennt ihr das? Ihr feiert Geburtstag und keiner kommt? Genauso ist das bei unserem Clan gerade. Oh Mann. Keiner mag uns. Ach, ist mir jetzt egal. Ich drück jetzt trotzdem ready. Das lade ich jetzt einfach hoch, ist mir scheißegal. Hier ist kein Schwein, Digga. Der eine ist schon unten, was macht der andere? Was ist der für ein Gleiter? Der ist so, Alter, der ist auf dem Baum gelandet. Was ist bei dem? Ist das ein Kamm? Töte dich nicht. Er will mich killen, hallo. Töte dich nicht. Töte ihn noch. Dann ist er raus, wenn er mich nicht killt. Jetzt kill mich doch. Wer ist der erste, der gestorben ist? Hast du drauf geachtet? Das war er, glaube ich. Alter, guck mal, er hat doch 4 HP. Wenn ich durchgezogen hätte, wäre weg gewesen, Alter.
Okay, es leben nur noch 22 Leute. Um das Ganze etwas spannender zu machen, spielen nach der Runde der Erste und der Letzte gegeneinander. Bruder, sorry. Ich wurde gerade angerufen von meinem Bruder. Er ist auch im Clan dabei. Der war gut. Jetzt gibt's Fight. Boah, der tickt richtig aus. Jetzt geht's auf. Oh, 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 oh. Da ist er. Oha. Alter, er hat ihn so getroffen. Alter, wer ist das? Wer ist QNDX, Alter? Der hat ihn komplett weggeflext. Einer hat mich geholt, Digga. Na, endlich. Einer hat mich geholt. Die sind richtig stark, Mann. Wo hat er dich denn weggeholt? Oha. Lol. Er ist weg, ne? Ich glaube, der andere healt auch gerade. Boah, der macht deine Technik. Der macht deine Alpentechnik. Oh mein Gott. Er hat ihm 177 weggenommen und lol. Jetzt hat dieses Turtle-Effekt, weißt du? Der andere Typ macht jetzt gar nichts. Okay, vergiss es. Wer hat mich geholt? Ja, das ist der. Ich guck jetzt einem auch zu. Geil. Warte, wie ist noch der kleine Junge, der uns gerade gejoint ist? MySky. Sky Mai. Ja. Lol, was? Der hat sich im Busch versteckt. Oh mein Gott. Hat er sich im Busch versteckt? Ja, Mann. Der ist dabei, Digga. Was ein kranker Typ. Ja, genau so. Hier, Digga. Der ist, egal was jetzt passiert, der ist dabei. Oder der, ich sag's dir, ne? Seine Bauchgrenze ist. Er ist eingetörtelt. No joke, ne? Ich kann nicht mehr. Der hat Probleme, die Rampe zu setzen. Oh nein. Alter, der spielt auf jeden Fall ohne. Nein, der spielt ohne. Ey, der hat auch diese Skin. Aber in anderen Farbe. Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Wie lange haben wir kein Fortnite gespielt? Du hast aber recht, da ist einer rechts. Rechts ist einer von ihm. Du hast recht. Ja. Wie gesagt. Oh mein Gott. Er hat mega Pressure. Komm, hol ihn dir. Ich hab dir gesagt, der Typ links oben gewinnt das Ding. Der hat dafür die beste Position. Ja. Timo, 4, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2. Das gehört alles ihm hier, ne? Guck mal, jede Wand, jede Treppe, alles. Schieß! Oh Gott. Aber er ist voll? Nein! Was? Nein, oder? Oh mein Gott. Ist nicht sein Ernst. Er macht das super spannend. Ich schwöre es dir. Oh mein Gott. Ja, aber der andere hat. Hier wurde es. Oh. Na, schade. Nein. Wer hat auch alles auf den Noskin gehofft? Warte mal, ist das der Typ, der eben gewonnen hat? Ey, den hack ich jetzt nieder. Oder ich hol mir den. Habt ihr euch auch schon immer gefragt, wie ein 1 gegen 1 zwischen dem letzten und dem ersten eines Turniers aussieht? Nein, ich auch nicht. Aber ist doch trotzdem interessant zu wissen. Denn genau das machen wir jetzt gleich und der Sieger kommt dann in den Clan. Ach, und falls ihr es nicht mehr wisst, Sia hat die letzte Runde gewonnen und Savlon ist leider letzter geworden. Drei, zwei, eins, los. Wow, das ist echt verdammt episch. Sie hat den High Ground. Was macht Savlon? Oh nein, ich glaube, Savlon ist runtergefallen. Savlon ist runtergefallen. Vielleicht stehen sich beide wieder gegenüber. Boah, ist das close. Baufehler an der einen Seite. Jetzt fallen Schüsse. Starkheit von Sia. Das sieht nicht gut aus für Savlon. Oh mein Gott, ist das spannend. Freunde, das schauen wir uns mal Namen an. Wer wird diese Runde gewinnen? Oh, das sieht schwer nach Sia aus. Oh mein Gott, was macht er denn jetzt? Lol. Du hast ihn nicht echt niedergeknüppelt, oder? Eiskalt, der Typ. Der knüppelt ihn einfach nieder. Ja, damit ist Sia wohl im Clan. Was sagst du dazu? Okay. Er freut sich auf seine eigene Weise. Kommen wir zum Finale für heute. Der härtesten Challenge überhaupt. Die Regeln sind einfach. Wer als letztes das Boot verlässt, gewinnt die Runde und ist im Clan. Zwei Jungs und ein Mädchen haben es versucht. Und das ist passiert.
Okay, wir treffen uns unten bei Sweaty Sands. Ihr habt kurz Zeit, Waffen zu looten und dann geht's los. Mal schauen, wie die drei sich schlagen. Oh mein Gott, das ist ein Lama. Nein. Oh mein Gott, ist das bitter. Was ist? Oh mein Gott, was machen die jetzt? Die kommen zurück? Ich glaube, die lassen das Lama doch nicht in Ruhe. Guckt euch das an. Der Wolf hat einfach gar keine Munition mehr. Diese kläglichen Versuche, es kaputt zu schlagen. Ja, ich glaube, die Jungs haben keine Munition mehr. Die können nicht mehr drauf schießen. Okay, das war clever mit der Rakete. Jetzt ist nur die Frage, wer den Loot bekommt. Oh nein, sie fahren zu weit. Oh nein, was passiert jetzt? Sie stecken fest. Da kommt ein anderes Boot. Oh mein Gott, da kommt ein Boot. Was geht hier gerade ab? Der Wolf ist fast down. Er hat nur noch 30 Leben. Und guck mal, da kämpft einfach an einem Wasser, der auf ihn schießt. Eiskalt, er versucht noch, ihn mit dem Enterhaken zu holen. Und er ist down. Er ist down. Der Wolf ist down. Er ist der erste Spieler, der down ist. Basti hält sich mit der Kanone, aber er ist auch down. Mario hat gewonnen. Sie ist die erste Spielerin heute, die es in den Clan geschafft hat. Okay, Freunde. Drei Leute haben es heute in den Clan geschafft. Aber wir suchen noch viel mehr. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr in den Clan kommt und wer es sonst noch reingeschafft hat, dann klickt jetzt einfach oben auf den zweiten Teil von Braxic. Ach, und wenn ihr noch andere coole Ideen oder Challenges für den Clan habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare.